Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ihr wart wieder fleißig am Schreiben. Ne? Der, wie meinte, hier der Tierstar, den wir geholt haben, ne? Den wir ja jetzt in der Garage haben, der ist so ganz gut. Denke ich, glaube ich, auch. Ne? Ist ja ein großer Anhänger, mit dem wir eben sehr viele Lasten dann, glaube ich, tragen können. Ne? Aber Allrad gibt es erst ab Cola, meint er. Nicht die Coca-Cola, sondern den Ort-Cola. Und ja, da wollen wir uns mal überraschen lassen. Wie gesagt, wenn wir es jetzt verkaufen sollten, wir haben ja den Betrag an Geld immer noch da, dann können wir es ja wieder also kaufen. Ne? Das ist ja jetzt nicht so das Schlimme. Ne? Und dann andererseits, ne, haben wir ja, sind wir ja mit einer HiX hier hingefahren. Und da meinte der Mr. Röhrig, wir haben ja mit einer Asus gefahren und wären wir dreimal schneller gewesen. Ich glaube nicht so. Aber ja. Könnte man ausprobieren. Aber ich glaube, hier diese Dings fahren, da ist ja HX ja um einige schneller. Wir sind ja mal den Weg gefahren mit den ASUV. Quatsch, den Weg hier mit den ASUV, ne, und mit einer HX. Der HX ist da um einiges auf der Geraden schneller. Deswegen klar, der zieht konstant, ne, also sehe ich auch so. Aber ob das jetzt dreimal schneller gewesen wäre, naja, gut. Wir haben es so ausprobiert, war auch okay. Hat auch eine Menge Spaß gemacht. Und dann ziehen wir mal mit den HX hier weiter. Wir wollten ja noch das rostige Erbe hier fertig machen. Dann denke ich mal, weil das auch Erwin geschrieben hat, werden wir gar nicht drum rumkommen, mit den HX da mal in eine Werkstatt zu fahren, uns auszusatteln. Besonders auch eben den niedrigen Sattel also hier reinzumachen. Und weil wir dann damit einfach, der sieht so schon schneller als der ASUV, ne? Auch durch den Matsch. Kommt einem gar nicht so vor, weil der immer hängen bleibst, aber von der Endgeschwindigkeit bist du trotzdem ein gutes Stück unterwegs. Aber ja, ist ja wie gesagt, ist ja, ich habe jetzt so gespielt, dann ist es eben halt so. So. Aber wenn du so hängen bleibst, ne? Aber vielleicht meint ja auch der Mr. Röhrig den Weg mit den Anhängern, ne? Wo wir 10.000 Mal hängen geblieben sind, ne? Das kann natürlich auch sein. Mit denen. Klar, wenn du jetzt hier hängen bleibst und sowas, dann kostet das natürlich schon ein bisschen Energie. Ne? Oh, falsche Taste. Hier. Was ist denn das hier eigentlich? Sehr Stück. Was ist das hier? Aber nichts Wichtiges, oder? Und letztendlich glaube ich auch hier. Würde man das hier mit den ASUV machen, dann würden wir auch dreimal schneller sein. Ich weiß nämlich gar nicht, ob wir den hier so richtig gezogen kriegen. Aber dann meint ihr ja schon mal, dann werden wir uns einfach bergen, weil wir müssen ja eh denn damit zur Garage. Ist denn eben halt so. Vielleicht können wir denn eventuell. Haben wir hier, ich weiß gar nicht, haben wir die Aufgabe schon? Ach ne, da haben wir das ja. Weiß jetzt nicht, ob wir. Na, jetzt sind wir mit den Hinterrädern. Ja, das wird eine knappe Nummer, ne, glaube ich. Wenn wir den jetzt hier erstmal so ein bisschen rauszotteln. Naja, doch, kriegt er noch so hin. Piep, piep, piep. Wir erstmal gucken, wie müsste man jetzt fahren. Wir können ja jetzt mehrere Wege fahren. Wir müssen hier nach U. Naja, fast nach unten, ne? Eigentlich müssten wir den Weg hier fahren. Aber wir kommen ja gar nicht da so richtig hin, ne? Also da ist hier so ein Abzweig, der, denke ich mal, hier so durchgehen könnte. Und der könnte hier so durchgehen. Ah, das werden wir mit einer HX gar nicht schaffen. Ne, wir müssten schon den gleichen Weg denn eigentlich so zurück. Das heißt hier so. Und dann den ganzen Schnullerweg zurückfahren, ne? Um den zu schaffen. Okay, dazu sollten wir aber auch den hier denn. Einmal umdrehen, ne? Oh, ich glaube, das war ein bisschen spät. Na, na, na.
Geht gerade so noch. Kann ich den? Oh. Lass mal schon mal so ein bisschen so zeigen, wer hier. Dass hier arbeitet wird hier. Nicht mehr. Nee, oh. Geht gar nicht so hin. Ne? Was ist hier für ein Schaden? So hier. Ah, warte mal. Du musst ja hier hin. Hä? Ach so. Ah, okay. Alles klar. War mal wieder so ein bisschen perplex. So, den können wir jetzt hier so mit. Ach so, leerer Tank. Warte mal. Das Thema können wir beheben, ne? Wenn wir hier mal jetzt nicht durcheinander sind. Andererseits muss ich auch immer so erzählen, ich bin ja, ich spiele ja früh, ich bin ja noch im Halbschlaf immer. Ja, nicht ganz im Halbschlaf, ne? Aber schon ein wenig. So. Und dann haben wir hier die letzte kleine Quest auch weg. Da finde ich auch gut. Und bin ja so ein Fan, irgendwie fast alles zu machen. Hat hier so rumkeucht und fleucht. Wenn wir den hier weg haben, wir haben ja noch, glaube ich, ein, zwei Anhänger. Ich glaube, die werde ich dann nämlich auch mitzotteln. Weil weg muss es alle Male irgendwann eh alles, ne? Dann haben wir ordentlich Geld gemacht. So, ich werde mal versuchen, hier so ein bisschen extra immer am Rand hier noch so ein bisschen zu fahren, damit ich hier auch den Speed noch kriege. Also klar, er da hinten, er hat ja eh. Ich glaube, der HX ist dann wirklich gleich unschlagbar, wenn wir Allrad und all so was anmachen könnten. Also was heißt unschlagbar, aber der ist dann eben halt ein gaudes Auto, ne? Weil er hinter uns, der bringt natürlich schon ein bisschen viel, wenn er mitschieben kann. Ja gut, jetzt hier werden wir auf jeden Fall mit Nase schneller. Und jetzt wieder nicht. So, schön den Rand mitnehmen hier. Damit wir hier nicht so der versacken, ne? Auch noch eine Pfütze. Weil jetzt stell dir mal vor, ihr Tante Emma braucht unbedingt den Chevrolet, ne? Und wir bringen den da nicht hin, ne? Da wird die auch mal Lise, die wird ja dann niemals fahren können. Und dann ist die ja traurig und damit kann die ja gar nicht leben, ne? Also wir müssen so eine Art Nebenquest, ne? Die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, ne? Auch emotional wichtig, ne? Oma Lise backt ja gerne Apfelflaumkuchen. Und wenn sie den nicht mehr backen kann, ist das natürlich auch dumm. Ne? Glaube ich zumindest. So, einmal durch hier. Oha. Ich glaube, das könnte jetzt hier ein bisschen interessanter werden. Ja, vor uns hier denn durchdrücken könnten. Wenn dann nur langsam. Und ich glaube, jetzt langsam haben wir die blöden Stellen hinter uns. Und dann hat das hier auch bei den Ende mit den Geschnodder und mit den Sumpf. Immer schön am Rand. Ja, geht gut. Klar, der Weg ist ein bisschen umständlich, ne? Das ist nicht der schönste.
Aber wenn wir auf eine Gerade fahren, dann sind wir natürlich auch sehr, sehr schnell und heftig unterwegs. Apropos ein paar Folgen, ne, boah, weiß ich nicht, 8, 9 Folgen oder sowas, ne, sind wir ja nach Westen gefahren, so gesehen, auf der Südstraße hier, ne, auf der Karte. Und da waren wir ja so, da haben wir uns ja dermaßen hier, weiß ich nicht, 90 Motorschadenspunkte drin gezogen, weil wir einfach mal krass schnell unterwegs waren. Und dann springst du ja förmlich hier rüber. Das ist dann natürlich dann schon so ein Hit, ne. Ich glaube, wir müssen jetzt da sein. Dann haben wir es ja auch schon geschafft. Das ist gut. Dann können wir den nämlich hier wegpacken und dann vielleicht noch ein, zwei Anhänger holen. Dann haben wir nämlich das nächste Problem weg. Und dann ist gut. Den muss ich jetzt hier wahrscheinlich ganz reinziehen, ne? Kann ich den nicht hier reinschubsen oder so? Ich will mal gucken hier, ob ich den reinschubsen kann. Kann ich mich hier irgendwie rausziehen, ohne zu versacken? Oh ja. Weil ich will dann nicht reinfahren mit denen, ne? Dann schubse ich den, glaube ich, lieber. Ja. Ich weiß ja auch nicht, aber ich glaube, das war gar nicht mal so unclever. So, bevor ich mich jetzt hier so ein bisschen dingse. Wir haben hier ist ja nur der Tankanhänger. Das heißt, wir haben hier noch einen Anhänger. Den könnten wir aber auch mit dem Pace darüber bringen, ne? Aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier schon eh so sind. Dann weiß ich nicht, ne? So, kaputten Schiebeplanaufhänger, ne? Das ist der nächste große, ne? Wiederbelebung des Sägewerks. Und wo steht denn der rum eigentlich? Eigentlich ist das jetzt hier diese HX-Geschichte. Hier ist ja auch einer, Pritschenauflieger. Ich glaube, wir machen mit denen zurück. Wir können ja den mit dem Pacer noch fahren. Wir haben den Azov hier noch in der Nähe. Also hier ist alles soweit gut. Dass wir hier was machen können. Gut, ja, dann lass uns bergen. Und dann können wir ein bisschen Geld investieren, weil wir haben ja auch ein bisschen Geld verdient. So, individualisieren. So, wir haben die Federung, die immer noch Standard ist. Ne? Wir haben hier die, die Offroad-guten Reifen. Was wichtig wäre, ist ja hier Differentialsperre. Das wäre ja ganz geil. So. Dann können wir das nämlich auch verkaufen. Das ist ja nicht ganz so viel wert. Der ist immer noch der gleiche. Und hier 6000 aktiver Allrad. Das ist nämlich auch ganz geil. So, dann können wir den hier verkaufen. Und dann machen wir den niedrigen Sattel. Den haben wir sogar noch da. Montieren. Wir können den Kranausleger auch mal... Ich mache das alles mal verkaufen, denn... Weiß ich immer, dass es weg. Wir haben 65.000 drauf auf der Bank. Und wir hätten auch den hier. Aber, ne, Quatsch. Den hier. Den hier. Achso, ne, den hier. Durchschnittsmotor. Das ist der gute Motor. Aber den haben wir ja. Gut. Und jetzt müssen wir, glaube ich, die Karte dann mal kaufen. Wo haben wir denn? Werkstatt geöffnet. Ich weiß gar nicht jetzt, auf welche Karte wir müssen. Lieferung zum kaputten Sägewerk. Ach ja, da unten, ne? Ja! Und da können wir ja hier so lang fahren. Jo, das machen wir. Also hier haben wir ja die anderen ganzen. Den könnten wir auch mal bergen. Den Western Star, jo. Der müsste auch mal geborgen werden. Aber erstmal machen wir mit denen hier. Und dann fahren wir da unten lang, ne? Da habe ich auch so ein bisschen Bock drauf. Jetzt haben wir auch ein Allrad. Ganz stolz wird der angezeigt.
und die Differentialsperre. Und jetzt wird es eben lustig, ne? Wir hatten jetzt hier irgendwo den Abgang. Hm. Wenn nicht zu viel Schaden nehmen hier, ne? Aber ich glaube, der Weg, der ist ja easy peasy hier nach unten, ne? Wenn wir jetzt hier uns nicht gleich überall gegen hauen oder sowas, ne? Ist ja nur hier oben ein wenig steinig. Wir sind relativ lang. Oha. Ja, gut, mit ein geht das noch. Elf ist denn schon eine andere Nummer, ne? Mal gucken, dass wir jetzt nicht so viel machen. Weil auch immer gleiche hier gegen zu ochsen, ne? Immer so geil, da ist ein Steinkopfnuss. Bam. Muss auch nicht sein. Ja, jetzt ist natürlich auch ein ganz anderes Feeling, wenn du weißt, okay, du hast hier Allradantrieb, ne? Ich glaube, ich musste hier doch lang, oder? Oder? Ja, richtig. Gerade sagen, ey. So, jetzt kommen hier die nächste Abwärtsspiel. Ja, und sehr schön. Ja, ich wüsste gar nicht, ob wir hätten davor diesen Weg hier fahren können. Also nur im Lastkran. Ja, verständlich. Wenn wir hier das Upgrade nicht gemacht hätten, ne? So. Jetzt sind wir hier oben drauf. Das ist auch ganz cool. Jetzt müsste ich aber trotzdem mal gucken. Also, der geht denn hier so rein, der Weg. Mal ein bisschen markieren, damit man auch weiß, wo es hier so lang geht, ne? Aber er hat so eben auch schon Bock, ne? Kleine Powermaschine. Wenn ich das hier umkippen, oder? Dann müsste ich, glaube ich, keine Angst haben. Eigentlich nicht. Und manchmal auch ein Stück zu schnell sogar, ne? Ich weiß noch damals, wo wir hier mit dem Scout, also damals ist auch so übertrieben, ne? Aber mit dem Scout hier noch rumgefahren sind, gab es so eine Erreiche die Flaggenquest oder sowas, ne? Da war das alles hier noch ganz anders. Aber auf jeden Fall habe ich mir damals gesagt, ich will hier nicht mit nochmal hoch. Aber so wie man sieht, muss man hier ja noch hoch, weil irgend so ein Mega Man hat ja hier die. Ja. Der hier den Planauflieger umstehen lassen. Was natürlich jetzt nicht so die cleverste Idee ist, aber ist okay. Wir machen das schon, ne? Ja, und den müssen wir ja dann auch irgendwie so ein bisschen runterkriegen und schleppen.
Aber ich denke mal, das geht. Das ist ja dann nur ein Weg abwärts. Ich glaube, hier hin. Ist jetzt aber auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Muss ich hier lang? Ja. Wäre ja fast hier runtergefahren. Ich glaube, so tagsüber würde man mehr sehen, aber wir haben Nachtschicht heute, ne? Das ist so, ne? Häuschen hat gesagt, geh arbeiten, der Nachbar kommt. Und wir müssen Geld machen, ne? Weil sonst gibt es keine Kohlsuppe. Ich hoffe nur, hier nach ist jetzt der Weg so ein bisschen schöner, ne? Also die Abwärtspassage, die jetzt denn noch kommen soll, wird. Achso, das ist ja ein normaler Planauflieger. Ja, das ist natürlich ein bisschen hässlich. Aber den niedrigen Sattel haben wir ja bei. Holen wir uns den anderen denn auch denn gleich mit hier runter? Wahrscheinlich ist es besser, als hier nach oben zu lassen, ne? Aber das werden wir ziemlich langsam fahren müssen hier. Aber den Stahl, den brauchen wir ja ziemlich weit unten, ne? So, einmal ankoppeln bitte. Dankeschön. So. Machen wir das natürlich hier ein bisschen mit Halbgas. So. Und dann wollen wir den natürlich irgendwie vielleicht gleich mitzotten, ne, wenn es geht. Ihr vertragt euch ja da hinten, ne? Ich sitze da vorne drinne wie so ein... Wie spät ist denn eigentlich? Ach, ich schlafe. Na ja, okay, mach ein Nickerchen. Hast du dir verdient, mein Junge? Hast du dir verdient? Achso, Sperrkraft will mir nicht helfen, ist okay. Das ist hier ein ganz schönes Gewicht, ne? Was ich hier nach oben probiere zu schleppen. Ich weiß nicht, ob das so das cleverste ist, ne? Ich glaube hinten. Ne, ich glaube nicht, dass das so. Wir kommen ja gerade so mit denen hier rum. Der andere würde uns ja hinten am Heck runterziehen, glaube ich. Nee. Ja, tut mir leid, den müsste geben. Aber wir haben schon mal einen Zentimeter nach vorne gefahren. Das ist ja eben auch schon mal was wert, ne? Nee, aber Teufel, komm raus, jetzt irgend so ein Scheiß will ich da gar nicht so machen, ne? Ja, der von Zersperre sagt. Das ist ein bisschen zu eben hier. Nee, die Gefahren nicht mehr, ne? Das hätte ich ja davor wahrscheinlich mal irgendwie hardcore-mäßig probiert. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich muss nicht mehr versuchen, da so krass da Kacker zu machen, ne? So, ich muss jetzt eine Links-Rechts-Kombo machen, okay? Hätte ich gewusst, wäre ich hier gleich voll eingeschert. Ah, na gut, sieht man natürlich auch, ne? Du Nilpe, wenn du da mal hier raufkriegen würdest auf dem Plan. Jetzt hoch das Zeichen da gefunden. Aber naja, gut. So haben wir das jetzt auch geschafft, ne? Können jetzt gleich rüber ballern. So.
Und dann glaube ich, haben wir es gar nicht so weit mehr, ne? Oder wo muss ich hin? Ja, einfach nur nach unten, ne? Das heißt, ich muss ja hier so, hier so, hier so, hier so. Und dann sind wir ja schon wieder hier, ne? Also diesen Weg hier. Ja, jetzt, okay, ich glaube, es geht kürzer. Ja, wir sind ja damals mal auch einen Weg gefahren. Den fand ich ja auch ganz, ganz gut. Also weißt du, da drüben, da bei Smithville, da zum Süden. Und da kannst du denn ja ordentlich auch gasen, ne? So, Links-Rechts-Kombination, super. Dann gibt es hier meine beiden Todesbrücken noch zu bewerkstelligen. Also, wir haben keine Ahnung. Aber die sind wir ja zurückgefahren, dann werden wir das ja jetzt hier auch ganz gut schaffen. Hier Oma Lise, hier mit ihr Chevrolet, den ich hierin hier schubst habe. Die ist schon wieder unterwegs, weil Auto steht nicht. Ne? Ich glaube, die holt die Pflaumen für den Apfelkuchen. Ja, und dann geht es hier gemütlich einfach rein. Ne? Jetzt hat er mal weg hier. Jetzt müssen wir hier hinten nur ein bisschen auch das ganz geil machen. Ja, sehr schön. Und dann haben wir das fertig. Ging ja viel, viel einfacher als gedenkt, ne? Sehr schön. Stufe abgeschlossen. Und jetzt hier, was ihr baut? Wahrscheinlich nicht. Aber was wir, guck mal, jetzt brauchen wir auch die Stahlträger. Die waren ja da drüben auch gewesen, ne? Und irgendwas da hinten. Betonblöcke. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Da liegen sie hinten. Anhängershop. Super. Ja, dann war lustig. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.